vor diesem Auftritt, nicht? Ja, so schade, ja. So schade haben wir dort nicht rumpfeifen. Hallo zusammen, ich bin wieder unterwegs für SRF Volksmusik auf meiner Instrumententournee. Heute darf ich mein letztes Instrument abholen. Wie immer, ich weiss nicht, was es ist. Sie hat einfach gesagt, ich muss auf Schindellegi kommen. Und eine Vermutung habe ich aber, was es könnte sein. So, was ist denn speziell in Schindellegi? Also, Schindellegi selber kann ich nicht. Ich weiss ja auch nicht, wo die Musiker und Musikerinnen wohnen. Aber ein bestimmtes Instrument fehlt noch, das so allgegenwärtig ist in der Volksmusik, das ich aber noch nicht lernen durfte. Ja. Und was denn? Ich denke, es ist Klarinette. Wow! Oh mein Gott! Wow, sind wir jetzt hier? Wohnt hier die Person? Ja gut, bin ich auch gespannt, wer das ist. Ja, hoi, hoi. Hoi, Carlo, freut mich, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Der Carlo Brunner ist ja einer von diesen Stars in der Schweizer Volksmusikszene. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Er spielt seit er Kind ist auf der Klarinette und hat mit 17 seinen grossen Hit «Der Waldvogel Schottisch» komponiert. Und seitdem gibt es über 2000 weitere Kompositionen, die dazugekommen sind. Er ist Musikproduzent und hat über 20 Mal beim Grand Prix von der Volksmusik mitgemacht und 1987 mit der Schwester Maya Brunner auch gewonnen. Die grösste Herausforderung kommt aber heute, weil er muss mehr das Klarinettenspielen beibringen. Eben, wenn man einen Crashkurs machen kann, kann ich dir das Klarinett nur schnell erklären. Das Klarinett besteht aus einem Mundstück, einer Birre, sagt man dem. Dann kommen die zwei Teile der Klarinette da und dann kommt noch der Becher. Und da kannst du da reinblasen, wenn das Blättchen, das Holzblättchen da nicht drauf ist, dann tönt es noch nicht. Ja. Das Einzige, was tönt beim Klarinett, ist das Blättchen, das den Ton erzeugt und das muss schwingen. Ist gut, ja. Und dann tut man dann das einmal ansetzen, so gegen das Maul. Und tut die oberen Zähne parat machen, tut die oberen Zähne da drauf. Und unten tust du mit der Lippe, aha, und dann versuchst du mal einen Ton rauszubringen. Ja, das ist ein Talent. Das ist, ja. das ist ein unglaubliches Talent. Ich kann wirklich nur drin bleiben, ich kann gar nichts anderes. Ja, das ist ja okay. Der Trick. Und jetzt spielst du mir schnell das nach, was ich jetzt spiele. Und das spielt jetzt sehr schnell. Nein! Ist das noch zu früh? Ja, also, das ist noch komm, wir machen miteinander einen Ton. Ja. Ich gehe ein bisschen hinterher, warne. Das ist wirklich ein Talent. Es ist ja mal auf den Ton rausgekommen. Also, einen Ton haben wir jetzt verwünscht. Ja. Für das zu lernen, müsstest du mich jetzt ja 24 Stunden um dich herum haben, dass ich dir vorzuhören kann, Antwort geben auf jede Frage, die du hast. Ja. Für das habe ich dir jetzt aber so ein Büchlein. Wenn du anfängst spielen, außer den Ton, den wir jetzt hatten, das G, wenn du anfängst zu drücken, musst du den dazu machen. Das ist dann bereits ein Ton tiefer. Probier das einmal. Was tönt das, würde jemand auf der drauf hocken? Das können wir schon machen. Jetzt, wenn du Töne möchtest, dass wir einmal G, F, E, D, C spielen können, geht das einfach mit dieser Hand das Loch ab. Ich zeige das im Schnellverfahren. Weißt du, wieso das jetzt pfeift? Nein. Weil du die Löcher nicht gut tümpfst. Okay. Ja, probieren wir mal. Nein. Sehr gut. Also weißt, am Anfang ist es an und für sich für uns, die ja Klarinette spielen, noch gut, dass die Leute merken, dass es wirklich schwer ist. Ja. Jawohl. C, H, A, G, F, E. Jawohl. Gut. Und dann hast du einen schönen Tonumfang. Jetzt kannst du vom A
bis ins E aber spielen nachher. Und wenn du dort oben einen Umfang hast, Afik, dann bist du also schon schön weit. Cool. Ja, also, das wäre doch lässig. Ich bin überrascht, wie schnell das Darlit das versteht, was ich ihr beigebracht habe. Und ja, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, aber ich sehe dort ein grosses Licht. Also wir werden etwas ganz Tolles anbringen. Und Darlit ist sehr talentiert. Es sind so Nuancen, die es ausmachen, ob ein Ton rauskommt oder nicht und wie er rauskommt. Darum. Ja, wir sehen es. Jetzt versuche ich mal ein bisschen mehr Töne aus dieser Klarinette rauszuholen, als einfach die einfach Tonleiter. Die gehen, Davi. Nachher wird es schwierig. Ich glaube es fast nicht. Ich bin gestern oder vorgestern beim Carlo Brunner und mache jetzt die Tonleiter. Ich drücke alles genau gleich. Gestern ist es gegangen, heute geht es nicht mehr. Heute kommt einfach der Unterton, kommt ein ganz anderer Ton und der tönt sehr schön, aber es ist voll ein falscher Ton. Etwas stimmt nicht. Der müsste rauskommen. Heute ist mein Geburtstag, darum spiele ich mir heute selber ein Ständchen. So, ich bin wieder hier beim Carlo daheim für die zweite Stunde. Ich kann es leider nicht ganz so gut, wie ich gerne hätte. Aber ich bin gespannt auf das Lied, das wir jetzt dann einstudieren. Jetzt hat mir Carlo doch ein Stückchen mitgegeben und es macht schon viel mehr Motivation zum Üben. Jetzt habe ich ganz viel Klarinette geübt, aber leider haben Carlo und ich uns terminlich nicht gefunden und der Auftritt ist ins Wasser gefallen. Aber ich möchte euch gleich gerne zeigen, was ich gelernt habe und habe darum meine eigene Länderkapelle gegründet. Schade, dass der Auftritt nicht stattfinden konnte. Es wäre sicher noch mal etwas anderes gewesen vor einem grösseren Publikum. Aber auch das hat wieder Spass gemacht. Es war auch wieder eine neue Herausforderung für mich, das Ganze neu einstudieren, wieder zusammensetzen. Und darum, ja, eine lustige Aufgabe, genau so wie es mir gefällt.